Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Carbon. Wir haben uns gerade ein Lotus Elise gekauft und müssen damit natürlich erstmal in unseren Unterschlupf. Denn dieses Auto hat kein Tuning. Das heißt, wir müssen erstmal Leistung hier reinhusten. Wir gehen mal ein bisschen auf Leistung, aber nicht 100%. Ja, so würde ich sagen. Dann brauchen wir ein Getriebe, das auf ein bisschen auf Beschleunigung geht, oder? Ja, ein bisschen auf Beschleunigung. Dann brauchen wir ein Fahrwerk, was sehr auf ausgeglichen geht. Dann brauchen wir Nitro-Rennpaket, genau. Was ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit geht. Also. Dann brauchen wir Reifen. Können wir uns das überhaupt leisten, Alter? Reifen, die eher auf Haftung gehen. Dann brauchen wir Bremsen, die sehr ausgeglichen sind. Und einen Turbo, der auf ein bisschen höhere Drehzahl geht. So. Dann müssen wir Leistung optimieren machen. Dann gehe ich mal voran. Komm, guck mal, wie das ist. Ah, teuer. Kaufen. Aua. So. Wir werden jetzt natürlich nicht unseren Dingens komplett vernachlässigen. Aber wir gucken mal nach, was den Eclipse alles gibt. Elise, Entschuldigung. Das sieht ganz gut aus, finde ich. Das kaufen wir auch direkt mal. Motorhaube will ich nicht. Das Spoiler will ich nicht. Spoiler können wir mal gucken, ne? Ich finde, auf so ein Auto darf auch ein Spoiler drauf. Den fand ich schon ganz gut gerade eben. Den finde ich auch ganz okay. Na, flache Dinger finde ich bei dem hier besser, glaube ich. So einen übertrieben hohen. Wir sehen auch immer wieder Spoiler wieder, die wir schon kennen. Schon 10-mal gesehen einfach. Das ist ein Viper-Spoiler, okay. Wo war denn der? Hier vor irgendwo, da war der. Da, den möchte ich mir gerne mal angucken. Ja, nehmen wir, ne? Hä? Der. Ich glaube, der war es nicht, aber wir nehmen den jetzt einfach mal. So, und dann gucken wir mal kurz Felgen. Ich weiß überhaupt nicht, welches Design ich hier drauf haben will. Aber ich glaube, wir nehmen mal irgendwas, was wir noch nicht so oft hatten. Nein, sowas nehmen wir nicht. Sieht einfach nur scheiße aus. Ich glaube, wir nehmen sowas. Vielspeichenfelgen. Eigentlich überhaupt nicht meins, aber man muss ja mal ein bisschen Abwechslung zeigen. Ne? Oder wir nehmen so ganz krass verdrehte, wenn es die gibt. Weiß ich actually nicht, ob es die gibt. Die fand ich echt hässlich. Und Freddy meinte übrigens in einem Part, die Felgen wären zu groß. Freddy, es gibt kein zu groß bei Felgen, ja? Möchte ich auch nochmal betonen. Bäh. Eieiei. Gibt es nicht, ne? Also, wirklich nicht. So. Ach, nehmen wir einfach die, ne? Natürlich in 21. So. Und dann gehen wir mal auf Optik. Auf, welche Farbe wollen wir die Elise denn machen? Man könnte sie natürlich matt machen. So ein dunkelviolett matt. Oder hier so ein Candy. Boah, schillernd könnte auch ganz cool aussehen, ne? Komm, wir nehmen mal ein bisschen schillernd hier. Ne? Vinyls habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Felgenfarbe würde ich tatsächlich zu weiß tendieren auf dem Auto. Weiß matt. Oder so ein Grau. Schwarz haben wir schon auf den anderen Autos, ne? Könnte natürlich auch so ein Blau hier nehmen. Aber irgendwie finde ich das Weiß am geilsten. Warte mal, war das jetzt matt? Ja, das war matt, okay. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet. Dann nehmen wir natürlich Perlschwarz. Was ist das?
Oder mussten wir da noch ein anderes nehmen? Nee, war das. Okay. Dann Bodenfreiheit natürlich keine. Oh, so ist schön tief. Und das können wir uns wahrscheinlich nicht erreichen. Oh doch, das ist gar nicht so teuer. Cool. So. Dann würde ich sagen, guck mal kurz auf die Weltkarte, weil ich keinen Bock habe, jetzt so weit zu fahren, wenn ich ehrlich bin. Und wir fahren mal eben. Oder wir springen mal eben. Wobei, da können wir actually hinfahren, ne? Da können wir actually hinfahren. Das ist ja hier direkt unten. GPS. Ja, das gefällt mir doch schon mal. Wieso können wir nicht einfach... Wir müssen jetzt echt einmal außen rumfahren, dann springe ich. Gut, ich dachte, wir können einfach kurz hinfahren. Aber das ist scheinbar doch relativ kacke. Das ist ziemlich geil. Das sieht auch echt ganz gut aus, bin ich ehrlich. Die Farbe gefällt mir actually sehr gut. Und boah, Alter. Scheiß die Wander, ne? Nächstes Mal fester. Mädchen, wir fahren ein Auto, was Monocoque hat und ansonsten nur Aluminium ist, okay? Ich sehe was Linkes, Seite links. Chill, Mädchen, chill. Was sollte das jetzt gerade? Warum hast du mich weggedrängt? Das ist mal no joke. Habe übrigens nicht gesehen, dass es ein Blitzerrennen ist, sonst hätte ich davor sehr viel mehr Angst gehabt. Ich würde sagen, hier so Vinyls und sowas mache ich einfach jetzt mal offscreen. Vielleicht kommt auf die Elise ja noch ein schönes Design drauf. Muss ich mal schauen, ob ich da Bock zu hab. Außerhalb des Let's Plays und die ist echt schnell. Was mir sehr gut gefällt. Actually, dieses Mal ja. Auch wenn Yumi vor uns ist. Sehr geil, wir haben gewonnen. Du bist Erster. Nice. Wieso haben wir das damit schon erobert? Wir konnten den auch vorher schon kaufen, möchte ich nur mal kurz anmerken. Ne? Also irgendwie, irgendwas scheint broke zu sein hier. Achso, wir haben schon zwei davon gemacht, okay. Naja, verpiss dich. Sehr schön. So. Wäre natürlich auch interessant hier zu wissen, welches Auto wir hier haben, also welche Elise wir hier fahren. Mit welcher Motorisierung. So. Ein Sprintrennen. Junge, was macht sie denn immer? Aber wieso fährt sie jetzt auf einmal ein anderes Auto? Ach so, wahrscheinlich weil wir jetzt Stufe 2 Auto fahren, brauchte sie auch eins. Und boah, flackert das Bild. Alter, ich hab keine Ahnung, warum das Bild so flackert. Das nervt actually sehr krass. Sie fährt jetzt einen Clips, wir fahren eine Elise. Die auch sicher die ganze Zeit durcheinander bringe. Ja, fahr! Nein, nein, alles, in Warum bremst du mich denn so aus, Mädchen? Du bist doch eh gleich wieder da. Alter, ist die Kiste schnell, ey. Sehr schön. Wir könnten zum Ende, ich habe ja gesagt, wir fahren die Viper, wir könnten zum Ende natürlich auch einfach den, Porsche, ist es ein Carrera GT? Ich glaube, es ist ein Carrera GT. Wieder nehmen. Hab gerade nicht gelesen, was wir gekriegt haben, Entschuldigung. Mir fliegt gerade das Mögliche im Kopf rum, also um den Kopf rum. So, Bossrennen sparen wir uns bis zum Ende auf, das heißt, wir machen jetzt erstmal den Bezirk hier mit einem Massenrennen.
Und jetzt fangen wir erstmal mit dem Sprint wieder an. Wir sehen uns später. Bruder, ist cool. Wie gesagt, wenn ihr noch Autowünsche habt, könnt ihr die gerne kommentieren. Ich denke, wir werden am Ende genug Kohle haben, um alle Autos zu kaufen. Wahrscheinlich nicht um alle zu kaufen, aber alle, die wir wollen, schätze ich mal. So, machen wir. Ja, Mädchen, du bist aber extra eine Behinderung für mich. Okay. Der Typ macht sich von rechts an dich ran, pass auf! Na, also eigentlich habe ich ihn weggerammt und er mich und ich ihn und er mich und ich ihn. Diese ganzen Sachen bremsen einen wirklich krass aus. Aber guckt euch mal das hinter mir an, ne? Da sind halt alle hängen geblieben. Ja, eine fucking Elise, Alter. Tut mir leid, kleiner Alpha. Wir haben mit dem Alpha das komplette erste Gebiet gemacht und die Hälfte vom zweiten. Ja, da hätten wir besser rechts abgekürzt. Also, actually war der Alpha relativ lange im Einsatz. Wie auch immer sie gerade an uns vorbeigekommen ist. Habe ich jetzt nicht verstanden. Aber egal. Gott. So ein Auto würde ich gerne mal in echt fahren. Schöne Elise, Alter. Ich glaube, das ist ein cooles Auto. Der Bodykit gefällt mir sehr gut auf der Elise. Ich habe mir ja gar nicht von hinten angeguckt gehabt. Ich finde die Endro-Optik bei den Wagen irgendwie immer nicht so geil. Bin ich ehrlich. Also auch beim Brera fand ich die ja nicht so geil. Halt die Fresse. Ich habe jetzt übrigens die letzten drei Parts nicht kontrolliert, ob die Lautstärke passt, aber ich glaube schon, dass sie passt. Sollte zumindest. Ja, danke, Mädchen. Na, hat jetzt ein Crewmitglied oder ich gewonnen? Crewmitglied hat gewonnen, nice. 12k, ich habe schon wieder nicht geguckt, was wir gewonnen haben. Und einmal Weltcard. Okay, wir sind am Arsch der Welt. Gut, dann fahren wir nochmal das hier. Wir haben ja eigentlich noch fast 8 Minuten. Ein Drift? Ne, ein Kontrollpunkt, ne? Ja, ein Kontrollpunkt. Ich dachte ehrlich gesagt, wir sind auf Geschwindigkeit gegangen bei Nitro, aber es hält ultra lange. 8,6 oder so? 8,65. Ich hätte jetzt 8,66 getippt. Ja, 20. Beziehungsweise 19, genau 19, Alter. Oh Gott, aua. Fisch nimmt alles mit, was er kriegen kann. Denn es ist ja kostenlos. Na, 22 irgendwas. 22, 27 haben wir gerade mitgenommen. Null neun sogar nur. Nice. Es tut mir actually ein bisschen leid um den Alpha, dass wir den jetzt nicht mehr fahren. Aber es war halt ein Stufe. Okay. Ein Stufe 1, oder? Das hat halt nicht mehr funktioniert. So. 24, 9 irgendwas. Ah, 24, 8, 5. Okay. So. Haben wir gesprungen ins Ziel? Nein. 30,36 oder so? 30,36, nice. Neue freigeschaltet: Karosserie Kits Paket 2. Was auch immer Paket 2 heißt. City. Nice. Ein SL65 AMG muss ich unbedingt haben. Dein Territorium wird einfach leck mich im Arsch drin. Schon wieder diese Canyon-Rennen? Actually nicht Canyon-Rennen, okay. Canyon-Rennen! Sauberes Manöver, du wirst es schaffen!
Alter, hier war der Park ja exzellent, wollte ich sagen. Bin auf Action gekommen, danke. Gehirn, danke für gar nichts. Find's ein bisschen schade, dass sie jetzt hier so eine hässliche Scheißkiste fährt. Mich würde mal interessieren, was Neville jetzt fährt. Neville fährt wahrscheinlich auch einen Lotus, oder? Oder was gab's noch als zweiten Exot? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe übrigens noch nicht ganz verstanden, was die Fähigkeiten von den Boys bringen. Irgendwie haben die ja alle Fähigkeiten, aber nicht so richtig geile. Also schon richtig geil, ne? Karosseriebau und so. Aber es bringt irgendwie nichts. Wir müssten eigentlich auch mal ein Bodykit für unsere Crew erstellen. Die habe ich eigentlich nicht mal gesehen. Aber sie hat jetzt auch nicht so viel gebracht, Mädchen. Ja, haha. Ne? Ah, da hättest du mal die Gasse nehmen wollen. Bang! Voll in die Wand. Das ist zum Glück nur ein Sprint. Ich hätte gar keinen Bock, Verteidigungsrennen über ein paar Runden zu machen. Wir hatten schon mal ein Rundenrennen, glaube ich. Also einen Rundkurs. Ja, Bruder, wenn du vor mir wärst, könntest du es mir auch zeigen, actually, ne? Wobei das gerade echt besser gewesen wäre, glaube ich. Ja, nur Motorvehicles, weißt du, Mädel? Das heißt eigentlich, wir dürfen hier gar nicht durchfahren. So. Ja, ich versuch's, danke. Nein, nein, das hätte ich nicht fast übersehen, keine Sorge. Bisher fuckt mich die Bullen aber noch nicht so hart ab. Nein, durch den fahre ich nicht. Ah, durch den fahre ich nicht. Nee, aber der ist actually keine Abkürzung, du Affe. Bruder, du gewinnst doch eh wieder. Sagt es einfach vor mir, okay. Ist ja prinzipiell egal. Ne? Man gewinnt ja fürs Team und so. Alter Belly, ey! Geldprämie 700, naja, ist halt nur ein. Ist halt kein eigenes Rennen, sondern halt nur so ein. Nachträglich gewonnenes. Ein Rundkurs und ein Massenrennen, nice. Nein? Dahin möchte ich wirklich nicht nur ein Dingens aktivieren, dahin möchte ich wirklich geportet werden. Also zum Event springen. Ich habe gerade ein bisschen Aufstoß von dem lecker Essen, was ich gerade in mir in meinen Wanz gekippt habe. So, ich sitze jetzt ein bisschen weiter weg vom Bildschirm. Ich schätze, mein Sound für euch sollte gleich geblieben sein, weil ich halt einfach das Mikrofon mitgezogen habe. Bist du, Mädchen. Auf der rechten Seite bist du. Also jetzt bist du vor mir, aber... Ist schon okay. Wir schaffen das schon. Das war eine sehr gute Abkürzung. Ja, du fährst ja auch nicht. Piss dich mit deiner Kiste. Ich hatte ehrlich gesagt schon gedacht, dass sie schon näher dran ist. So. Gibt's hier irgendwas? Nein. Sehr, sehr schön. Aua! Du hast mich gerammt, das ist dir schon bewusst, oder? Oh shit, da ist schon das Ziel. Ja, aber... Achso, das ist ein Rundrennen! Scheiße! Gar nicht drauf geachtet mal wieder.
Einfach nur, damit sie die Schnauze hält und mir nicht jedes Mal erzählt, wo eine Gasse ist. Und damit ich vielleicht auch mal erst am Ziel bin. Weil jetzt nimmt sie die ja nicht mehr mit. Glaube ich. Doch, sie nimmt... Willst du mich verarschen, Mädchen, ey? Sie fährt sich daran kaputt und bremst mich dadurch aus. Dumme Fotze. Du bist in Führung. Ich weiß, danke. Bleib doch bitte mal hinten, ja? Wir nehmen demnächst auf jeden Fall mal wieder Level, weil ich sehen will, welches Auto der jetzt fährt. Ich schätze mal, der andere Dude fährt jetzt ein Renault oder so. Das ist ja ein Stufe 2 Auto, glaube ich. Zum Glück sind die ganzen Sachen in zwei Runden. Das gefällt mir sehr gut. Und damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal machen wir dann diese Massenkarambolage oder dieses Massenrennen und diese zweite, diesen zweiten Abschnitt hier. Ne? Bis dahin, haut rein und tschüss.